Wir machen heute wieder ein Origami. Ich habe dir zwei Varianten eines Lesezeichens. Das kann man immer gebrauchen. Und ich würde dich einfach einladen, nach dem Intro mitzumachen. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco. Und ich werde dir hier mal meinen Ordner verlinken, wo ich meine bisherigen Origamis drin habe. Da findest du auch mein letztes. Und ich habe im Video gezeigt, wie ich die Lesezeichen einsetze und da sind natürlich auch meine Bullet Journals dabei. Falls du Interesse an solchen Videos hast, diesen Ordner findest du auch unter dem i. Und ich würde jetzt einfach sagen, wir legen los mit Falten. Heute basteln wir zwei Lesezeichen, also eine Variante, eine ganz einfache Geschichte, die ich einfach super finde. Und die man aus alle möglichen Papiere machen kann. Ja, wenn dir irgendwas gefällt aus einer Zeitschrift, kannst du das verwenden. Oder du nimmst eben richtiges Origami-Papier. Das sind jetzt ganz einfache Varianten. Das ist eine teurere Variante. Das ist ja auch eine originale Variante. Und das hier sind zwei meiner Bullet Journals. Falls du dich für diese Videos interessierst, verlinke ich dir den ganzen Ordner unter dem i. Und mein letztes Video ebenfalls, was ich zum Origami gemacht habe. Du findest auch unter dem i meinen Origami-Ordner. Und ich würde jetzt einfach sagen, wir legen los mit dieser Variante. Und die geht ganz einfach. Dazu benötigen wir ein quadratisches Papier. Die bedruckte Seite kommt nach unten. So. Das ist jetzt ein ganz günstiges Papier. Das habe ich mir über Tchibo gekauft. Wir falten das Ganze von Ecke auf Ecke. Ganz einfach. Dann gehen wir her und falten das hier hoch. Das gleiche machen wir mit der anderen Seite. So. Wunderbar. Jetzt gehen wir her und falten das auf. Einen Moment. Fast vergessen. Und zwar gehen wir jetzt her und falten das hier nach unten. So, das hier falten wir auch nach unten. So. Bei günstigem Origami-Papier kann es euch immer passieren, dass die Sachen einfach nicht richtig aufeinander passen. Wenn man keine schwierigen Figuren hat, ist das überhaupt kein Problem. Wenn man ein bisschen rumprobieren möchte, braucht man nicht das teuerste Papier. Wie gesagt, die passen halt dann ganz oft nicht optimal aufeinander, aber mich stört das nicht. Jetzt falten wir das wieder auf und nehmen nur, also die hintere Seite lassen wir liegen, die vordere Seite und falten die nach unten. So. Jetzt gehen wir wieder her, falten das nach oben. Und jetzt war das ja vorher hier und wir falten das jetzt in diese Tasche, die da entsteht, rein. Und versuchen das nach Möglichkeiten auch sauber zu machen, weil hier kommt unsere Seite ein. Soll ja ein Lesezeichen werden. Ich behalte das nochmal. Das gleiche machen wir hier. So. Und auch das falten wir in die Tasche rein. Ich würde da Papier verwenden, das nicht allzu dick ist, weil ihr wollt das ja in eurem Buch verwenden. Und ich habe jetzt hier ein Buch von mir. Und
um euch zu zeigen, wie das als Lesezeichen funktioniert. Du klappst das hier rein, also du hast hier so ein kleines Täschchen. Das machst du einfach auf deine Seite drauf und fertig. Und siehst von außen, wo du schon gelesen hast. Jetzt kommt eine kleine Variante. Funktioniert alles ähnlich wie gerade eben. Aber wir brauchen nun eine Schere. Legen wir los. Wir falten wieder Ecke auf Ecke, nach Möglichkeiten so sauber wie möglich. Das hier ist ein teureres Papier und die sind meistens dann perfekt zugeschnitten. Ich sag immer, das ist wichtig, wenn du halt so schwierige Sachen machst, da muss es halt wirklich aufeinander passen. Da soll es nach Möglichkeiten von den Maßen her auch stimmen. Aber bei den einfachen Sachen, wie jetzt so einem einfachen Lesezeichen, gilt auch Notizzettel zum Beispiel. Jetzt gehen wir her und falten das nicht mehr hier oben auf die Ecke, sondern jetzt machen wir absichtlich so einen kleinen Abstand. Also nicht auf die Mitte falten, sondern ich möchte so einen kleinen Abstand hier haben. Falten immer, gut falten, wenn man Fingernägel hat, das ist super, ist mit klarem Vorteil. So. Das gleiche mache ich mit der anderen Seite natürlich auch. So. Jetzt falten wir wieder nach unten. Ganze machen wir jetzt wieder auf, falten diese Ecke nach unten. So. Wunderbar. Gehen jetzt her, falten das Ganze wieder hoch und jetzt falten wir das in die Tasche rein. So. Wunderbar. Und hier kommt später eure Seite wieder rein. Wir haben uns ja jetzt eine Schere hergeholt und möchten so eine kleine Abwandlung. Und die Abwandlung ist die, dass wir hier die Spitze abschneiden. Und wenn wir jetzt unser Lesezeichen verwenden, guckt da unsere Seite raus. Ich finde, das hebt fast noch besser. Und man sieht gleich von außen, wo man gelesen hat. Dieses Lesezeichen ist so einfach, aber irgendwie auch effektiv. Und wenn man das irgendwie mit Comicseiten oder so macht oder mit, keine Ahnung, Bildern aus Zeitschriften, die man richtig cool findet oder so, finde ich das total nett. Man kann es auch irgendwie herschenken. Also es macht auch echt was her, wenn man irgendwie ein Buch herschenkt, so ein Lesezeichen rein, fertig. Und die kann man echt immer brauchen. Ich persönlich suche ständig Lesezeichen. Entweder sind sie auf einem Haufen irgendwo oder ich finde überhaupt keins. Und wenn ich mal wirklich gar keins finde, kann ich mir schnell eins zurechtfalten. Und die sind ja echt richtig geschickt. Wird nicht die letzte Variante gewesen sein, es sind ja zwei Varianten gewesen. Ich verlinke dir nochmals meinen Ordner mit meinen Origamis unter dem i. Da findest du auch meinen Bullet Journal Ordner. Ich sage danke fürs Einschalten, schön, dass du wieder da warst. Gib mir einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.